findest du? Findest du wirklich, dass ein Date heute so eine... Das ist wie Geschichtsunterricht. Latter! Willst du also deinen letzten Tag auf der Welt zusammen mit mir verbringen? Oh! Na schön. Wir haben Latter gefunden. Immer nur am Daten. Immer nur am Flirten, die Lotta. Dann willst du also deinen letzten Tag auf der Welt zusammen mit mir verbringen? Ja! Will ich! Ich bin einverstanden. Okay, Date mit Lotta. Ich sag euch gerade Lotte über raus. Von hier aus wirkt es winzig klein. What? Wahrscheinlich. Natürlich suchen die uns. Was für ein Chaos hier. Hier waren sie auch drin. Ein Glück. Du bist unverletzt. Entschuldigung. Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Oh, das sagt ihr einfach so. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ist jetzt erst einmal Schluss. Oh, oh, der Blick. Spannen Zack seine Freundin aus. Nein, tiefer Waifu Number One. Es geht los, raus in die Welt. Oder auch nicht. Cliffhanger! Ich geh auf Klo! Bis gleich! Ich hab mir noch ein Erfrischungsgetränk geholt. Ich glaube wohl so ganz genau, was Sache ist. Schöne Sparkling Peach. Grasland. Der Planet lebt ja wirklich. Wow. Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Los. Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, ich bin ganz nass. Uiuiui. So, die Damen einmal befeuchtet. Weiter geht's mit der Story. Oh, was bist du denn? Ich liebe Herausforderungen. Oh mein Gott, sind zwei! Bringen wir es hinter uns! Zack! Auf Feuer! Zack! Brenne! Schlag! Nimm das! Nimm das! Wo war nochmal blocken? Keine Chance! Jetzt! Verschwende! Los! Ich kann beschwören. Was schwören wir mal hier? Zeit zu kämpfen. Der Feind ist geschwächt. Oh mein Gott, ein Schuh auf einen Schokobo. Wie cute ist das denn? Keine Spur von Shinra. Ja.
eine Anlegestelle der Alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert? Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann, Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt. Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Hahaha. Sieht so aus. Ja, hallo. Die Schlafweine. Wir brauchen ein Dankeschön, dran was Feines. Da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Schokobo. Die Jugend heutzutage. Hier stehen doch welche rum. So viele. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert. Okay. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. What the fuck? Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. Also, vor einer Weile ist einer unserer Schokobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Da ist er. Klasse! Lol. Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Stimmt. Ja, dich Pico, ohne dass er dir oder die anderen Chocobos sie bemerken. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliegende Steine aufzählen, damit er einen zu werfen, die Chocobos abzulenken. Okay. Wo sind die Steine? Weiß ich, ob es eine gute Idee ist, aber ich hier. Wo sind die Steine? Siehst mich nicht. Psst. Pennt! Gehen Sie bitte. Drehen Sie sich bitte um. Muss ich mich denen nähern? Nö, ne? Guck mal da hinten, Pico. Fang! Mach dich! Am Popo! Fein. Hi, na Pico. So ein Süßi. Wie süß. Ah, ich will auch knuddeln. Es stimmt. Er ähnelt ihm.